Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man so ein Tagebuch anfängt, da ich noch nie eins geführt habe. Ich bin jetzt 20. Wobei normalerweise schreibt man immer Liebestag. Ach, ist doch vollkommen egal. In so ein Tagebuch schreibt man ja normalerweise eh immer das, was einem auf dem Herzen liegt. Die letzten Tage waren bei mir irgendwie wieder etwas beschissener. Könnte am Wetter liegen oder an vielen anderen Faktoren. Ich bin kein Mensch, der gerne über seine Gefühle redet, aber vielleicht hilft es ja, das Ganze ein bisschen zu verpacken und mit fremden Menschen im Internet zu teilen. Ich möchte bitte kein Mitleid bekommen für irgendwelche Dinge, die ich hier schreibe, einfach nur ein offenes Ohr und Akzeptanz. Ich mache das Ganze als Experiment für mich selber und wie Menschen darauf reagieren, wenn mal irgendjemand auf YouTube seine Gedanken mit einem teilt. Nicht bei allem werden wir uns zustimmen und das ist auch vollkommen okay, denn normalerweise würde das hier kein Mensch lesen. Nun ja, auf jeden Fall wollte ich euch jetzt einfach mal erzählen, wie ich hier eigentlich hingekommen bin. Wundert euch nicht, meine Stimme ist irgendwie total kratzig, ich habe keine Ahnung warum. Nun ja, wo fangen wir am besten an? Auf jeden Fall hatte ich damals eine lange Beziehung. Noch keine Tattoos, keine Dreads und keine Piercings. Aber ich habe mich auch noch nicht für das ganze Zeug interessiert. Ich war damals schon extrem in der Welt der Computerspiele. Auf jeden Fall machte sie damals mit mir Schluss und ich war natürlich todtraurig, wie das so ist, wenn man sich trennt. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie meine Freunde Tag und Nacht mit mir zocken wollten, um mir irgendwie über den Schmerz hinwegzuhelfen. Wenn ich heute daran denke, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil es niemals länger gehalten hätte zwischen uns. Kurz darauf machte ich also mein erstes Tattoo zum Zeichen, dass alles besser wird. Als ich dann in der 10. Klasse war, machte ich meine Dreads und verliebte mich ein zweites Mal. In ein Mädchen, welches nicht von hier kam. Genauer gesagt ca. 700 Kilometer weiter weg von mir. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, wusste ich sofort, das ist die eine. Lange Dreads, strahlende Augen, ein Mädchen, welches ich so für absolut einzigartig halte. Wir waren ca. ein Jahr zusammen, mit viel Herzschmerz wegen der Entfernung. Gleichzeitig machte ich in diesem Jahr mein Fachabi, ging in die Schule und arbeitete in einem Kindergarten. In der Schule habe ich es total gehasst, oft geschwänzt und im Unterricht nur gemalt. Im Kindergarten habe ich mich die meiste Zeit eigentlich sehr wohl gefühlt. Ich liebte die Kinder und die Kinder liebten mich. Wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß zusammen. Ich stand also zwischen zwei Welten. Die eine Welt, der Alltag, die Arbeit und die Schule und die andere Welt mit meiner damaligen Freundin, wo alles perfekt war. Wir sahen uns circa alle 2 Wochen, was eigentlich schon ziemlich viel ist für eine Fernbeziehung. Wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben, uns so oft zu sehen, wie es irgendwie funktioniert. In diesem Jahr entwickelten sich so langsam meine Ängste, habe ich das Gefühl. Irgendwie war das alles viel zu viel Stress für einen Menschen wie mich. Dadurch, dass wir eine Fernbeziehung hatten, mussten wir natürlich mit dem Bus oder der Bahn fahren oder halt fliegen. Ich habe es tatsächlich 2-mal nur geschafft, zu ihr zu kommen. Und das auch noch mit sehr, sehr viel Angst. Aber die Liebe war in dem Punkt einfach stärker. Das heißt also, sie hat sich fast immer die Reise genommen, um zu mir zu kommen. Was ich ihr bis heute absolut hoch anrechne. In der Zeit, wo wir zusammen waren, habe ich mich extrem weiterentwickelt. Meine nächsten Tattoos gemacht und das Ganze ein Jahr durchgezogen mit dem Fachabi. Eines Tages machte sie dann Schluss. Ich rasierte meine Dreads ab und 2 weitere Tattoos kamen dazu. Ich habe für mich selber gemerkt, dass wenn ich mit etwas abschließen muss, ich mich gleichzeitig auch äußerlich verändere. In diesem Jahr ist so viel passiert für mich, dass ich gar nicht mehr weiß, was da überhaupt alles passiert ist. Auf jeden Fall nehme ich dieses Jahr als einen Punkt, wo ich sage, das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Leider mit vielen Ängsten und teilweise auch vielen Problemen, aber irgendwie bin ich dadurch extrem erwachsen geworden und ich habe irgendwie ziemlich vieles dazugelernt, auch wenn das Ganze sehr, sehr stressig war, ich oft weinen musste und naja, das Ganze an sich einfach sehr herzzerbrechend war, die Zeit.